Ja, ich dachte, ich lese euch heute mal eine Geschichte vor, während ihr meinen Fensterblick habt oder unseren Fensterblick. Da hinten in dieser Lücke, da ist der See und die Sonne scheint und rechts angelt mein Sohn Arne mit seiner Freundin. Und links sind hier zwei junge Männer gekommen mit einem Wohnmobil. Also es ist hier so ein Forellensee. Das ist die beste Zeit. Die Sonne ist mittlerweile wieder rausgekommen und es ist schwer warm. Ja, aber das ist ein schöner Platz, den ich hier habe. Ich stehe hier unter den Bäumen und abends habe ich Schatten. Und mit netten Nachbarn. Ja, eben heute Morgen hat mich einer angemeckert, weil ich 5 Minuten den Motor laufen lassen habe. Die Batterie, die ist nicht so stabil und hält das nicht. Und die hier haben gedacht, ist doch halb so wild. So laut ist es doch gar nicht. Und die paar Minuten, die es vielleicht mal laufen lasse, damit ich auch den Kühlschrank weiter benutzen kann, in dem mittlerweile 7 Forellen lagern. So, ihr hört die Straße ab und zu mal und ich habe eine Geschichte für euch mitgebracht. Jetzt bin ich ein bisschen hin und her gekommen. Das ist das Video, das ihr dann am Dienstag sehen werdet. Ja, ich denke, in den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen gibt es immer mal tatsächlich noch mal so ein Blickvideo, weil ich habe da ja nur satt gesehen. Die Geschichte ist vom 26. Oktober 2017 und sie heißt Die Kirche im Feld. Gestern Abend bin ich auf der 110er Straßen, auf den 110er Straßen östlich von Oslo bis hin zur schwedischen Grenze schon einmal lang gefahren. Den Wald mehr gespürt wie gesehen in der schwarzen Nacht. Die Seen gerochen und nicht gehört. Die Straßenkarte kommt mit grenznahen Situationen nicht zurecht, habe ich schon mehrmals festgestellt. Der Autor muss da seine Fantasie benutzt haben, was so eine Karte durchaus sympathisch macht. Für Navi-Fans mögen meine Ausführungen fremd klingen, aber mir ist so ein Abenteuer lieber, als dass eine Stimme mich ständig korrigiert, ohne Verärgerung zu spüren oder Spaß daran zu haben, wenn das Ziel erreicht ist. Ich habe es gestern ge Nacht gefeiert mit einem Gläschen Portwein, dass ich den Wirrnissen nächtlicher Straßen entkommen bin. Heute Morgen bin ich verzaubert vom Himmel und den kleinen versteckten Häusern, den abgeernteten Getreidefeldern und den korrekten Erdbeerlinien, die sich am Horizont verjüngen. Den Frühling geradezu provozierend anhimmeln, sommerlich die Haare offen, tragen, im Wind wehen lassen. Die Temperatur steigt auf abenteuerliche 6 Grad. Musik und alles ist richtig gut und schön. Linke Hand auf dem geschwungenen Hügel, weithin sichtbar die weiße Kirche mit einem wehenden Vorhang auf einer Seite, wo die Restaurierung noch im Gange ist. Stille Friedhofbesucher und Laub auf den Wegen. Ich liebe solche Symbole wie Gießkannen im Wind, ein offenes Eisentor, Figuren über dem Eingang. Eine Frau in undefinierbarem Alter auf verschiedenen Kreelbahnen, neue Heidebüsche gegen die verwelkten austauschen. Ihr Wagen verschmutzt wie Erde, ihr Mantel wie das verblassene Licht des Himmels am Ende eines Tages in den Bergen. Wind wirbelt Laub, koche Kaffee zum Frühstück mit Milch zum Nachtisch. Wie wenig braucht der Mensch zum Leben? Hilde ist glücklich über die Stoppelfelder und die aufgerollten Strohballen, die köstlich riechen. Als wir weiterfahren, bleibt die Geschichte des Ortes zurück, in den historischen Schwüngen der vergangenen Jahrhunderte verharrend. Wie wichtig ist es für die Menschen heute gewesen, dass sich hier Fürsten in streitbarer Absicht getroffen haben und in friedvoller Übereinkunft voneinander geschieden sind? Auch das ist in Kirchen möglich. Nur heute nennt sich so etwas vielleicht ökumenische Bewegung. Als ich in Axem ankomme, weiß ich, dass die Wegführung falsch war. Aber hätte ich die rechten Wege gefunden, wäre mir so Schönes entgangen.
Das ist jetzt tatsächlich fast 3 Jahre her. Und trotzdem sind solche Bilder immer noch total lebendig für mich. Wenn ich dann die Geschichten lese, dann fällt mir ein, wie ich dort durch die Gegend gefahren bin. Die Gießkannen im Wind. Ja, ich will mal gucken, ob ich die kleine Hilde noch mal für euch finde. Da hinten hat sie sich versteckt. Da. Da liegt die kleine Hundeschnauze. Wir waren gerade spazieren. Jetzt haben wir ja, haben wir noch was getrunken und was gegessen. Und mein Sohn, der wirft jetzt gerade wieder die Angel aus, was ich so im Augenwinkel sehe. Ich zeige euch noch ein bisschen Sonne. Wer weiß, wann die wiederkommt. Es soll ja schlechter werden, sagt man schon seit Tagen. Habt ihr sie gesehen? Vielleicht kann ich sie euch noch ein bisschen näher holen. Da. Da ist sie. Okay. Ich wünsche euch eine super gute Woche. Und bleibt schön in der Natur. Das wird euch gut tun.